Hamburg-Barmbek, 1. Mai 2008. Linke und rechte Demonstranten liefern sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Nur einen Steinwurf entfernt, Johannes Schlüters autonomer Supermarkt für Krawallbedarf aller Art. Guten Tag, ich hätte gern 30 Schmeißsteine, bitte. Zum Mitnehmen oder hier schmeißen? Johannes Schlüter hat 18 Semester Autonomie studiert. Früher schmiss er noch selber Steine, dann machte er sein Hobby zum Beruf. Herr Schlüter, Kritiker sagen, vielen Autonomen ist Politik völlig egal, sie seien nur auf Randale aus. Naja, das Problem ist ja, dass die politischen Aussagen meiner autonomen Kunden auf den Demos nicht so richtig rüberkommen. Deswegen haben wir jetzt auch ein Schulungsvideo produziert, wo eine Sprecherin des Schwarzen Blocks nochmal erklärt, worum es da eigentlich geht. Es sind auch echt politische Leute, also jetzt auch zum Beispiel wie ich. Ich bin auch in politischen Gruppen dabei und das sind echt nur Leute, die eben keinen Bock haben irgendwie auf bestimmte politische Sachen oder so und die sich da echt auch wehren würden, naja, und deswegen auch eigentlich die schwarze Fahne, weil das einfach so gegen alles ist, aber es hat eine Bedeutung, aber dann irgendwie auch doch nicht, also ja. In der Schmeißsteinabteilung bietet Schlüter Steine in verschiedenen Größen an. Besonders beliebt Schlüters Schmeißsteinplatten. Die gibt's zertrümmert oder am Stück zum selber zertrümmern. Die Gewalt der Autonomen überschattet ja regelmäßig den friedlichen Protest gegen rechts. Schadet das nicht der linken Sache? Ach, das sehe ich nicht so. Die wahren Gewalttäter sind ja auch die Polizisten, nicht wahr? Die können das bloß manchmal nicht so zeigen. Und da müssen meine Kunden, die regelmäßig mit Steinen beschmeißen, so lange, bis sie ein bisschen aus sich rauskommen. Seit neuestem gibt es auch bei den Rechten einen schwarzen Block. Wie hat Schlüter auf diesen Trend reagiert? Och, ich verkaufe den Rechten einfach die gleichen schwarzen Kapuzenpullis wie den Linken und mein Umsatz ist seitdem um 30% gestiegen. Und wie unterscheidet man Linke von Rechten autonom? Och, ich habe da einen einfachen Trick. Ich gebe immer zu wenig Wechselgeld und wer es dann nicht merkt, ist meistens rechts. Johannes Schlüter, ein Autonomer, kann links wie rechts. Bist du überhaupt schon 18? Nö. Und dann bleibt das Bier aber schön hier, ne? Das wäre ja noch schöner. So, das macht dann 18,99 €.